Gemeinsam laufen für einen guten Zweck. Das war das Ziel der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Reutlingen. Die Muslime hatten zum 4. Ahmadiyya Charity Walk eingeladen. Alle Teilnehmer trafen sich an der Sportanlage Rennwiese in der Reutlinger Jahnstraße, um gemeinsam zu laufen. Dann ging es los. Über Stock und Stein durch die Pomologie, den Volkspark und wieder zurück. Der Erlös der Aktion ging an die Lebenshilfe Reutlingen, die TSG Inklusiv Reutlingen und den Verein Humanity First Deutschland e.V. Traditionsgemäß gab es bei der Veranstaltung nicht nur die Gelegenheit zu spenden, sondern auch die Möglichkeit, einander besser kennenzulernen und in den Dialog zu treten.